Hallo, liebe Papierkreative, willkommen zurück auf meinem Kanal Stempelstanze Papier. Mein Name ist Ulrike Schott, ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Ich farbe heute euch nochmal eine Videoreihe, kann man sagen, mitgebracht, rund um die Produkte, die hier auf dem Tisch liegen. Ich habe schon mal damit gearbeitet. Es handelt sich um ein Produktpaket aus dem neuen Mini-Katalog Januar bis Juni 2021, bestehend aus dem Glassichtstempelset Bärenstark und dieser Handstanze. Ein super süßes Produktpaket, eines meiner Lieblingsproduktpakete, ehrlich gesagt, aus dem Mini-Katalog. Drum arbeite ich da heute auch nochmal mit. Aber nicht nur deshalb. Und ich arbeite auch mit der Celebration Superprämie. Die Celebration geht dieses Jahr vom 5. Januar bis 28. Februar 2021 und wir werden noch eine zweite Celebration im Juli, August bekommen. Und wenn ihr hier einen Einkaufswert von 120 Euro erreicht, könnt ihr euch die Superprämie aussuchen. Die besteht aus diesem Glassicht-Stempelset, heißt Fruchtige Grüße, und diesem extrem tollen Designerpapier. In meinem letzten Video, es waren ja zwei Stück, habe ich dieses Designerpapier nicht verwendet. Die Videos verlinke ich euch rechts oben unter dem i. Und deshalb war es mir nochmal ein Bedürfnis, hier mit diesem Designerpapier zu arbeiten. Außerdem will ich ein Geschenk machen, ein etwas umfangreicheres Geschenk zugegebenermaßen, für jemand, der diese Produktpakete gesehen hat und ebenfalls total klasse fand. Also hier heute mit im Fokus auch dieses Designerpapier. Und falls ihr den Mini-Katalog und die Celebration-Broschüre noch nicht habt, könnt ihr mich gerne unter meiner E-Mail-Adresse erreichen. Die ist hier in den Kanalinfos verlinkt oder aufgeführt. Und ich schicke euch dann gerne so einen Mini-Katalog und eben eine Celebration-Broschüre auch gerne zu. Ja, ich tue schon mal alles beiseite, damit wir auch gleich mit unserem ersten Teil starten können. Mein papierkreatives Projekt heute ist diese wunderschöne Box. Ich habe sie in sehr zarten Farben gemacht, weil ich schon gehört habe, dass manche sagen, das Papier Sommerbeeren ist ihnen etwas zu bunt, aber man kann das eben auch wunderbar in diesen schönen zarten Farben machen. Und das möchte ich heute mit euch gestalten. Ich werde ein bisschen andere Deko machen, aber das ist meine Idee. Es ist eine Box mit einem Auszug. Sieht so aus. Wir haben hier eine besondere Boxform innen drin. Hier drin fehlt natürlich noch etwas. Das, was hier reinkommt, werde ich dann in weiteren Videos euch zeigen, die ich dann zeitnah nach der Box hochladen werde. Also das heute ist meine Idee, eine Schubbox mit einer schönen Deko eben aus den vorgestellten Produkten. Fangen wir an. Zuerst möchte ich euch den Farbkarton vorstellen und die Maße. Die Maße werde ich euch wieder unten in der, also unter dem Video verlinken oder beziehungsweise angeben. Ich brauche zwei Farbkartons in der Farbe Lindgrün. 16 cm mal 14,6 cm, das Falzen machen wir gemeinsam. Und zwei Farbkartons im Maß 17,6 cm mal 12,3 cm. Ich beginne jetzt mit dem Außenkarton. Dazu brauche ich die Maße 16 mal 14,6 cm. Ich nehme mein Schneide- und Falzbrett, dann nehme ich mir einen Farbkarton und werde den jetzt falzen. Und zwar haben wir eine lange Seite, eine kurze Seite und eine lange Seite zu falzen bei jeweils 2 cm. Die vierte Seite, die kurze Seite, bleibt ungefalzt. Das mache ich mit beiden Kartons. Musik.
Als nächstes schneide ich mir mit der Schere diese kleinen Vierecke an den beiden Kartons, an den beiden Seiten heraus. Als nächstes muss ich Designerpapier aufkleben. Dazu lege ich mir beide Seiten hin, und zwar, dass die Außenseite nach oben schaut. Die Außenseite erkenne ich an der Talfalz hier außen herum. Also auf der Außenseite werde ich zweimal Designerpapier jetzt aufkleben. Das Designerpapier hat die Maße 13 x 9,6 cm. Ich habe mich ja für dieses wunderbare Blattmuster aus dem Designerpapier Sommerbeeren entschieden. Und das hat eine Richtung, wie man sieht. Ich habe mich jetzt, das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet, für die Richtung so nach oben entschieden. Beide Papiere gleich zugeschnitten und werde die mir jetzt so aufkleben, dass beide Papiere nach oben zeigen. Also hier die Aussparungen, hier die ungefalzte Seite, und so klebe ich mir das auf. Und ich habe etwas Abstand außen herum, und das mache ich jetzt. Dazu verwende ich natürlich wieder meinen Tombow, meinen Flüssigkleber. Ihr könnt natürlich auch Trockenkleber verwenden. Ich habe mir es wieder umgefüllt in die kleine Flasche mit dem tollen schmalen Applikator. Kriege ich schmale Klebestreifen, und dadurch drückt sich der Kleber nicht so durchs Designerpapier durch. Wo ihr die Fläschchen beziehen könnt, also ich werde euch unten meine Bezugsquelle angeben. Als nächstes muss ich mir mit der Handstanze Eingriffsflächen gestalten, also solche halbrunden Eingriffe. Das kann man, wie gesagt, mit einer Handstanze machen. Ich verwende die 2-Inch Kreisstanze. Ihr könnt natürlich auch jede andere Stanze verwenden, die eben so eine Kreisform ergibt. Hat Stampin' Up ja ganz viele Möglichkeiten. Für den Eingriff nehme ich mir eins von den Papieren und werde mir jetzt an der Seite, an der keine Falz ist, also an dieser Seite, einen Kreis ausstanzen, etwa ein Drittel Kreis. Dazu schaue ich, dass ich von dieser Falzlinie hier und von dieser Falzlinie hier in etwa den gleichen Abstand habe. Ihr könnt das natürlich ausmessen. Ich mache das jetzt einfach mal, ja, frei Hand, und dazu muss ich ein bisschen kippen. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich meinen zweiten Karton, und damit ich zwei ganz identische Kreise bekomme, lege ich mir jetzt diesen Karton mit dem Designerpapier und der ungefalzten Seite hin, lege die zweite deckungsgleich darüber, also diese Aussparungen sind übereinander, jetzt habe ich zwei Seiten mit einer gleichen Ausstanzung. Als nächstes bringe ich mir Klebemittel auf. Als Klebemittel verwende ich das Abreißklebeband von Stampin' Up. Das hält wunderbar. Dazu werde ich mir jetzt die beiden Flächen
achtet bitte auf die Richtung eures Designerpapiers. Also die geht beides in die gleiche Richtung. Ich lege mir das also so gegenüber an. Und jetzt werde ich mir zunächst auf einem der beiden Kartons, das ist egal welcher, eine lange und eine kurze Seite mit Klebeband versehen. Das Klebeband klebe ich entlang der Falzlinie, nicht über die Falzlinie, und hier am äußeren Rand. Am zweiten Karton bringe ich mir jetzt ebenfalls Klebeband an, aber nur auf dieser Seite. Also die Seite war ja frei und genau auf der anderen Seite, vom gegenüberliegenden Seite am anderen Karton, bringe ich mir jetzt hier ebenfalls zwei Klebebänder an. Wenn ich das gemacht habe, schräge ich mir zur verbesserten oder zum erleichterten Zusammenkleben einige Seiten noch an, beziehungsweise schneide mir noch eine Kleinigkeit ab. Hier müsst ihr aber aufpassen. Also angeschrägt wird jetzt alles, was kein Klebeband trägt. Also ich werde auf dieser Seite und auf dieser Seite jeweils hier diese Kanten leicht anschrägen. Allerdings müsst ihr aufpassen, es darf nur ein klitzekleines bisschen sein, weil ihr sonst, wenn ihr den Umkarton zusammengeklebt habt und ihr habt dann diesen Einschub drinne, kann es euch passieren, wenn der Schnitt zu weit ist, dass euch die Box innen anklebt. Das wollen wir vermeiden, aber ich möchte mir das Zusammenkleben der Außenbox ein bisschen erleichtern. Deshalb ein klitzekleines Anschrägen. Danach nehme ich die gleichen Seiten und schneide mir hier am Rand entlang, hier, da und da, ebenfalls einen Hauch ab. Auch das macht das Zusammenkleben leichter. Das Zusammenkleben erfolgt jetzt relativ einfach. Wir müssen also jetzt die Boxen so ineinander kleben, also die beiden Eingriffe natürlich auf der gleichen Seite. Und die Seiten mit den Klebebändern sind also immer die Außenflächen. Das Wichtige beim Zusammenkleben ist, wenn ihr jetzt das abzieht, dass ihr am Beginn die Kanten schön aufeinander legt, dass es hier eine gerade Anlegefläche gibt und dass ihr hier wirklich vorne Spitze auf Spitze beginnt und hier oben entlang legt, damit ihr hinten gerade rauskommt und das wirklich 1:1 abschließt. Also diese Kante ist ganz wichtig beim Zusammenkleben. Das machen wir natürlich jetzt außenrum an allen vier Seiten. Und wie gesagt, achtet drauf, die Klebebänderflächen sind die Außenseiten. Ich beginne an einer langen Seite, ziehe mir das Band ab und danach die anderen Seiten Schritt für Schritt. An der nächsten Seite müsst ihr darauf achten, dass ihr einen geraden Winkel hinbekommt, also 90 Grad Winkel. Also das ist ganz wichtig, sonst wird euch die ganze Schachtel schief
Und dann, wenn ihr einen schönen geraden Winkel habt, kommt ihr hier hinten auch perfekt raus. An der letzten Seite, eben dann, ist diese Seite und auch hier wieder achten drauf, dass ihr wirklich hier schön entlang klebt und dann kommen wir auch hier wieder entsprechend raus. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, hier vorne beginnen, dass das wirklich ganz gerade ist. Jetzt ist unsere Box außen fertig, fehlt noch das Designerpapier. Zweimal Designerpapier brauche ich, um jetzt die Kanten noch zu bekleben. Das gefällt mir besser, macht einen schöneren Eindruck. Dazu habe ich mir Designerpapier ausgeschnitten in 1,5 x 13 cm zweimal. Hier habe ich die Richtung weitergeführt von meinem Designerpapier, sodass es so hier um die Ecke geht. Also die Richtung habe ich so weitergemacht. Auf die Rückseite habe ich ebenfalls Designerpapier aufgebracht. Und zwar hat es das Maß 9,6 cm x 1,5 cm. Hier habe ich von allem einen Verlauf von oben nach unten passend zu dieser Richtung gewählt. Eins brauche ich für außen und eins für die Innenschachtel. So, jetzt ist die Außenschachtel fertig und wir können mit der Innenschachtel beginnen. Für die Innenschachtel brauche ich jetzt wieder Designerpapier. Die Maße habe ich euch schon genannt und eben mein Schneide- und Falzbrett. Das Falzen auf der Innenseite, ich hole mir nochmal meinen Karton, erfolgt eben an einer kurzen Seite, an einer langen Seite und an einer kurzen Seite. Die eine lange Seite ist ja offen. Die Falzen außen herum mache ich jeweils bei 1,9 cm. Das mache ich bei beiden Kartons. Ich habe also zwei deckungsgleiche Kartons. Jetzt brauche ich an der einen Seite so eine kurze Fläche. Dazu werde ich mir jetzt an einem Karton diese lange Seite, die kurze Seite, nicht die lange, die kurze Seite natürlich, einkürzen. Und zwar, ich lege mir das so hin, dass das kleine Viereck hier oben auf der linken Seite ist und hier ist die ungefalzte Seite. Ich kann euch das auch nochmal anzeichnen, also hier dieses kleine Viereck, die ungefalzte Seite rechts. Das lege ich mir jetzt an bei 7 cm und schneide mir von außen bis zu der ersten Falzlinie einmal gerade ein. Bitte achten, dass ihr nicht drüber rauskommt. Jetzt schneide ich mir dieses Rechteck, also nicht da, wo das Kreuz ist, sondern das kleinere Rechteck hier heraus.
Jetzt nehme ich mir den zweiten Karton und lege mir den so auf, dass die Innenseiten, das ist da, wo die Bergfalzen sind, aufeinander liegen. Außen sind die Talfalzen. Ich habe hier bei beiden Seiten die ungefalzte Fläche. Und damit das wirklich ganz deckungsgleich ist, nehme ich mir einen Bleistift und zeichne mir die Aussparung einmal an. Also ich habe jetzt, wenn ich beide Innenseiten zusammenlege, ein perfekt aufeinander passendes Paar. Anschließend entferne ich mir hier die kleinen Vierecke auf allen beiden Seiten. Jetzt muss ich mir noch eine Rundung anbringen. Dafür nehme ich mir einen der beiden Kartons und ich möchte jetzt hier eine schöne gleichmäßige Rundung haben. Dazu könnt ihr alle möglichen Hilfsgegenstände verwenden. Also ich möchte diese Abrundung hier bekommen jetzt sozusagen. Und ich habe mir ehrlich gesagt einfach mein Abreißklebeband genommen, habe das aufgelegt und zwar das hier an dieser Seite, an dieser Ecke, sozusagen das Klebeband beginnt. Und wichtig ist, dass es hier schön nach oben hin ausläuft, um einen schönen Abschluss zu bekommen. Jetzt lege ich mir beide wieder übereinander und zeichne mir eben die Rundung nochmal an. Jetzt bringe ich mir Klebeband auf. Dazu lege ich mir wieder meine beiden Seiten mit den kleinen Nasen hier zusammen. Und ich bringe das Klebeband wieder auf der Innenseite auf, also sprich da, wo die Talfalzen sind. Also da, wo die Bergfalzen sind, bringe ich mir jetzt anschließend eben diese Klebestreifen auf entlang der Falzlinie und außen. Das mache ich bei einem Karton an der langen und an der kurzen Seite und beim anderen eben an so einer Seite. Es ist also völlig egal, ob ihr jetzt diese oder diese Seite festklebt. Wichtig ist immer bei diesen beiden kurzen Seiten, dass auf dem einen Karton die eine und auf dem anderen Karton die andere Seite beklebt ist, weil nämlich sonst tatsächlich, ich habe das ausprobiert, der Karton eben leicht schief wird, wenn ihr auf einer Seite alle drei Seiten mit Klebeband verseht. Also, jetzt fangen wir wieder mit dem Zusammenkleben an. Ich fange wieder mit einer Klebeseite an. Ich falze mir das erst und werde anschließend den Karton so zusammenkleben, dass die mit Klebefläche wieder nach außen gucken. Achtet wieder darauf, dass die Kanten schön aufeinander liegen und dass ihr auch beim Zusammenkleben gerade an diesen Ecken und an dieser Ecke einen schönen rechten Winkel zustande bringt.
die Box ist schon fertig. Fehlt noch unser Designerpapier auf der kurzen, langen Seite. Also auf der kurzen, langen, also auf der dieser Seite. Das ist die längere der beiden kurzen Seiten, wenn man es richtig sagt. Kommt jetzt unser zweites Stück Designerpapier von vorhin drauf, nämlich so. Und schon ist meine Box fertig. Wie ihr seht, einmal rundherum beklebt, passt, sitzt, hat Luft. Und man kann die jetzt wunderbar ebenso rein und rausschieben. Und jetzt fehlt uns natürlich hier vorne noch die Deko. Bei der Deko habe ich einiges vorbereitet. Ich verwende jetzt erstmal das Set Bärenstark. Da habe ich diverse Sachen schon vorbereitet. Also das hier zum Beispiel ist mit Blends ausgemalt. Lindgrün, hell und dunkel Gartengrün, Safrangelb und Kürbis. Wie ich das gemacht habe, findet ihr in einem anderen Video. Und zwar habe ich das ja schon mal benutzt. Da habe ich eine Schubladenschachtel dekoriert. Das verlinke ich euch rechts oben unter dem kleinen i. Und da seht ihr, wie ich das ausmale und auch entsprechend dann mit der Schere, denn dafür gibt es keine Stanze, ausschneide. Das wollte ich jetzt hier nicht nochmal machen. Dann habe ich diverse Blätter hier schon vorbereitet. Was ich noch vorbereitet habe, sind zwei Erdbeeren. Die sind einmal Lindgrün und Safrangelb. Und hier auch, also das ist jetzt Gartengrün und da habe ich Hummelgelb verwendet. Und wie man sowas zweifarbig stempelt mit dem Füllstempel, habe ich euch auch in dem Video gezeigt, was ich gerade schon benannt habe. Da könnt ihr mal reingucken, wie man das macht. Also ich wollte ja hier alles in Grün und leichten Gelbtönen halten. Dann habe ich mir vorbereitet zwei Kreise. Die stammen aus den Stanzformen Stickmuster. Und zwar habe ich hier einmal den größten Kreis genommen und einmal den zweiten Kreis. Und da habe ich mir, also einmal ist das in Gartengrün und einmal Flüsterweiß, demnächst Grundweiß. Wir haben ja einen Sortimentswechsel. Und hier habe ich einen Spruch aufgestempelt, der mir gut gefallen hat, nämlich beste Wünsche. Wenn ihr wissen wollt, wo ich den her habe, der stammt hier aus dem Stempelset Schmetterlingsglück aus dem Jahreshauptkatalog. Da unten sind die besten Wünsche. Das habe ich mir in Apfelgrün aufgestempelt. Und dann habe ich mir hier noch so kleinere Blüten und auch die größere Blüte genommen. Die stammen jetzt hier wieder aus dem, aus diesem Set. Das ist in Lindgrün und mit safrangelben Blend, mit kürbisgelben Blend hier so ein kleines Pünktchen in die Mitte gemacht. Das sind also diese Blüten. Übrigens außenrum, die Konturen sind alle mit Memento Schwarz gestempelt. Also die beiden habe ich mir noch zurechtgelegt schon mal. Und ein bisschen von dem Grün hier. Das ist in Gartengrün, dieses Erdbeergrün für die beiden Erdbeeren. Und wie gesagt, diverse Blätter habe ich mir auch schon vorbereitet. Es ist ein bisschen eine andere Deko. Ich habe mir auch noch mal eine Schleife zurechtgelegt mit weißem Leinenfaden. Den gibt es wieder im neuen Mini-Katalog als Kombipack. In der Serie Schneckenpost gibt es ihn wieder, Gott sei Dank. Ich habe noch so einen alten Restbestand hier gehabt, Kordel in Flüsterweiß. Der ist ja aus dem Sortiment gegangen und jetzt kommt er wieder im Doppelpack mit Leinenfaden in Kirschblüte. Und hier habe ich in Gartengrün und hier habe ich wieder das wieder zweifarbig, ein bisschen Apfelgrün mit Olivgrün. Also diese ganzen Farben habe ich hier benutzt und das werde ich jetzt als Deko aufkleben. Als erstes klebe ich mir mal mit Dimensionals den weißen Spruch hier, also den weißen Kreis mit Spruch auf den grünen Kreis.
Als nächstes möchte ich mir dieses hübsche Erdbeergrün hier oben hinkleben. Hier kann ich es auf der Fläche mit Tombow festkleben. Hier muss ich mir Dimensionals drunter setzen, um den Höhenausgleich zu schaffen. Da sind mir die großen zu groß, deshalb verwende ich hierfür Mini-Dimensionals. Wie ihr gesehen habt, habe ich hier mir so ein bisschen Schwung gegeben, das mit dem Falzbein, damit eben die Blätter so ein bisschen eine dreidimensionale Optik bekommen und das ein bisschen mehr hermacht. Im unteren Bereich kommen jetzt meine Erdbeeren hin. Da fange ich jetzt erstmal mit einem Blatt an. Nehme ich mir eins in Gartengrün, das klebe ich mir plan auf. Vorher mache ich trotzdem noch mal ein bisschen Schwung. Dann nehme ich meine zweite Erdbeere, die will ich mir jetzt hier so drüber kleben. Da brauche ich im unteren Bereich wieder ein Dimensional, um den Höhenunterschied auszugleichen. Und zwar möchte ich einmal so ein helles Blatt. Da mache ich das jetzt mal so ein bisschen in die Richtung. Denn das möchte ich jetzt hier noch einkleben, hier oben drauf. Beziehungsweise, doch, ich klebe mir das so zwischen rein. Und da soll dann auch noch eine Blüte drauf. Dann nehme ich mir eine Blüte, nehme ich mir erstmal die etwas größere Blüte, die mache ich mir wieder dreidimensional mit Hilfe meines geschlossenen Aufhebhelfers in die hohle Hand. So, jetzt ist meine Deko so gut wie fertig. Ich habe mir überlegt, es wäre vielleicht noch ganz süß, so ein kleines Schleifchen aufzusetzen. Genau. Und das werde ich mir jetzt hier unten noch befestigen. Das finde ich ganz putzig, muss ich nur kürzen. Dazu nehme ich Glue Dots. Das sind die Klebepunkte. Den rolle ich mir so ein bisschen ein, mache mir den ein bisschen schmäler und kleiner und klebe mir den gleich mal hier unten an die Kordel. Und die klebe ich mir jetzt hier in die Ecke. Und was mir jetzt noch fehlt, das habe ich mal bei meinem ersten Projekt nicht gemacht, ich hätte gern noch zwei Glitzis oder drei Glitzis drauf. Dazu nehme ich den Basic Strass Schmuck von Stampin' Up. Und zwar kleine und mittlere habe ich mir überlegt. Fertig sind meine zwei Boxen mit
meinem wunderbaren, mit dem wunderbaren Designerpapier Sommerbeeren in dezenten Farben, nicht krachig, nicht bunt, in zwei verschiedenen Deko-Varianten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es wird ein zweites Video jetzt dann noch geben, weil ich habe euch ja gesagt, da muss noch was rein hier. Und das werde ich in einem zweiten Video machen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!